Hans Kossmann, herzliche Gratulation zum Schweizer Meistertitel, zu Ihrem ersten Meistertitel als Head Coach. Ja, fantastisch, fantastisch. Ich habe das nie vergessen, diese Niederlage mit Fribourg. Und das hat mich viel gebracht für diese Serie. Ich habe seit dem ersten Match in einer Finale musst du bereit sein. Und wir waren bereit, haben dieses erste Match gewonnen. Und zum Glück, weil nachher ist Lugano sehr stark gekommen. Und wir haben alle Hände voll bis zum Schluss. Und eben dieses letzte Spiel, ich meine, das ist nicht zu unterschätzen, was heute auf dem Spiel stand. Ja, genau, aber wir haben sehr viel gearbeitet mit unserer Mannschaft, dass wir wirklich genießen, Energie tanken. Und diese Energie ist immer ein elektrisches Gefühl, so reinkommen in ein siebten Match. Und einfach ab Zeit, wir müssen diese Energie nehmen und dann auf dem Eis bringen und Freude haben. Und ich glaube, die Jungs haben das gut umgebracht. Das ist ein gutes Stichwort mit der Energie, die aufgenommen wurde und dann umgesetzt wurde. Man hat die ZSC-Lions ein Stück weit abgeschrieben in der Qualifikation, zu Ende, dann auch zu Anfang der Playoffs. Was ist dann passiert? Ja, es ist komisch. Manchmal, wir sind Menschen und es gibt keine Formula, wo man kann das irgendwie richten kann. Entweder muss die Spieler zusammenschließen und entscheiden, dass wir müssen es besser machen. Und ich glaube, diese Gruppe hat eine fantastische Stimmung vorher schon und die haben das genutzt und nachher Top-Leistung abgerufen im richtigen Moment. Das Wahnsinnige, Sie werden Schweizer Meister, sind Schweizer Meistertrainer, haben keinen neuen Vertrag mit dieser Mannschaft. Gut, es ist nicht so, das hier ist Ihr Bewerbungsschreiben, nehme ich an, und das sieht nicht schlecht aus. Weißt du, das war so ein aufregender 4 Monate, dass ich bin schon gut, wenn ich kann wieder in die Ferien gehen. Ja, nein, aber wir wollen Sie wieder zurücksehen, oder? Sie wollen auch wieder zurück. Ja, well, weiß ich bin so glücklich heutzutage, das wird Erinnerung in meinem ganzen Leben bleiben. Und ich schätze das so, was kommt, kommt. Und heute ist unglaublich. Wir lassen Sie feiern. Dankeschön, Hans Kossmann. Danke vielmals.